Zeit. Ja. So, grüßt euch zwei Töcke. Grüßt euch zwei Tage Gemeinde. Zweitagbude! Es geht am SA80 weiter. Wir haben ein bisschen Post bekommen. Die restlichen Teile, fast alles. Und da wollen wir euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Und gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. Robert hat auch sein neues Spielzeug gefunden. Ich hab ein Gimbal! Naja, da machen wir mal. Dann gucken wir mal. Fangen wir mit den großen an, hätte ich gesagt. Ja. Die Verkleidungsteile, damit es schön aussieht und man nicht alles sieht, damit die ja gefehlt haben, weil ich ja die anderen hatte. Dann, was haben wir hier noch? Was ist das? Spiegel! Natürlich ein für das ist recht. Und ein für links, weil ich brauche natürlich zwei. Ohne macht das keinen Sinn. Ja. Was haben wir noch schon? Oh, hier, das ist auch ein anderes Projekt. Achso, das gehört jetzt nicht her, ja. Das gehört jetzt hier nicht rein. Ja. Dann machen wir weiter. Was haben wir hier noch schönes? Nicht so. Achso, ich sehe deine Rave. Die machen zum Schluss jetzt. Das ist schön. So, dann haben wir hier den anderen, Kupplungskorb bestellt mit einer anderen. Was war es? 32, 21, gell? 21, 62. Ist nicht so eine 62. Ja, ich weiß. Ja. Genau, den haben wir bestellt. Jetzt haben wir noch alles Schönes hier immer noch. Eine schöne Sache, wie immer. Dann für die Sitzbank hinten, was uns das letzte Mal noch gefehlt hat. Die Kleidung. So, das sind die Schriftbetrügen. Ja. Okay, dann. Ich die Schreiber, weil ich zwei Seiten habe. Was haben wir noch Schönes? Rücklichtkappe. Warum hast du jetzt nochmal eine neue geholt? Wegen hier unten, gell? Wegen da unten und weil die andere nicht mehr schön war und weil die eigentlich kein TÜV-Zeichen hat. Doch. Hat er? Wegen dem E-Prüfzeichen, weil ich ja das E-Prüfzeichen brauche. So, was haben wir noch Schönes hier? Doch, der Tankdeckel. Der Tankdeckel? Der Tankdeckel, den man eh nicht sieht, der verbrauscht. Aber. Ja. Aber ja, vorhin bei Alulöffel haben wir uns den Tank abgegeben. Ja. Da werden wir mal ein separates Video machen. Wenn er dann fertig ist. Genau, da wir uns ein paar Bilder und so zuschicken. Mal so, gucken. Das Schönste. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja. Drape. Der Wartezettel. Und es ist auch eine Originale. Also kein. Machen wir. Replikat. Ist doch scheißegal, was alles läuft. Ja, klar. Oder? Schön. Ja. Ist schön. Die Frage ist hin. So, was haben wir da noch? Und ein Krummer. Das soll ein 32er Krummer sein, das ist keiner. Da müssen wir noch mal gucken, richtig. Das soll laut, soll das ein 32er Krummer sein und ja. Und was haben wir hier noch? Die ganzen kleinen Teile, Auspuffteile, Pritzel. Schloss für die Rücksitzbank, also hier den Verschluss. Ja. Und das ist alles Mögliche. Ja, also der ganze kleine Rotz. Ja. Genau. Und jetzt? So. Und ein paar Aufkleber, wie immer. Und der. Cool. Jetzt haben wir noch eins, gell? Jetzt haben wir noch eins. Das ist wie Weihnachten immer. Ja, besser. Hau weg, ey. Goddamn, Junge. Warte. So, was hast du da? Das ist eigentlich mit das wichtigste Paket. Warum? Da müssten, ich weiß natürlich nicht, ob es drin ist, aber da müsste für den Motor die ganzen Lager Dichtungen. Ah, also quasi ist das ganze Motorzeug. Genau, was jetzt noch gefehlt hat.
sag ich mal. Genau. Das wird wahrscheinlich auch demnächst dann wirklich kommen, wie wir es schon erzählt haben. Dass das das nächste Thema wird, dass der fertig ist, der Kleine. Wow, jetzt mal kurz zur Reihe. Schön gemacht haben sie es. Ja, Aufkleber, sagen, Dichtung, ja. Das Rubinandi, die ja, Lager. Die, also dass die so eine Blechdose machen. Ja, ja, aber immer. Das ist ja nicht nur da, ich glaube, ich habe hier hinten noch. Ich habe Geschenke für Doris. Aber die braunen Dichtringe sind gut, ja. Ja. Das ist ja gut. Ah, hier, das was du unbedingt gesagt hast. Ja, genau. Wir haben jetzt, also ich habe zu Paul gesagt, er soll das besorgen. Das ist quasi mit der O-Ring-Dichtung. Das sieht man jetzt schlecht, aber man muss da machen, seht ihr das. Da ist hinten der O-Ring dran. Und ich denke, damit ist es wirklich besser. Ja, der ganze kleine Scheiß noch. Ja. Top. Ja, ja, dann tun wir das Zeug wieder da rein, was jetzt Motor angeht. So, da holen wir jetzt Paul seine Karre mal da rein. Schaltung noch festgemacht, schaltet auch schön durch, Kickstarter. Dann Bremse hinten ist jetzt fest. Schloss geht ja auch. Und Kette ist drauf. Kette ist drauf. Genau. Dann noch das Rad noch ein bisschen mittig einstellen. Wir haben die Wabe schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der kleine Wabenkabel bauen. Ja, ja. Jetzt nicht mehr mit im Umfang ist immer. Wann sie jetzt nochmal alles die Bodensieger festmachen. Und dann, naja, Benzinhahn noch schnell. Schlauch, Filter. Dann haben wir es eigentlich. Ja. Dann fehlt nur noch die Elektrik. Nee, ich noch nicht explodiere gleich. Was? Ja, ja. Was geht das oder was? Ich mache hier gleich noch rein. Hast du gerade gehört von Hobby? Ein Klappfix. Jawohl. Klappfix beim Runner. Genau. Ja, das ist eigentlich dann nur noch die Elektrikkabel noch ein bisschen ordentlich legen. Also Kabel legen rein. Öl rein. Und dann kann der Startversuch beginnen. Yay. Ja, und schon deinen alten Tank, wenn der dann kommt, von Alulöffel. Genau, weil Alulöffel brauchen wir ja auch. War auch schön, war toll. Ja. Aber wie es dazu wollte, Paul hat dann hier noch einen Tank gekriegt. Deswegen haben wir uns das jetzt erspart mit den Schweißen und so. Wollen wir ehrlich sein? Was? Wollen wir ehrlich sein oder nicht? Nachbar. Ja. Von mir aus. Gut. Sagen wir Nachbautank. Ja. Ja, aus dem Grund, klar sagen viele, Original ist schöner und wie auch immer. Aber ich habe es nicht eingesehen. Der Tank wäre zwar dann, wäre meiner gemacht worden von denen. Die machen gute Arbeit, das will ich nicht in Frage stellen. Aber das ist mir einfach das Geld nicht. Also, das hat der Tank hier hat der Hälfte gekostet, wie ich jetzt bezahlt hätte. Mit zwar versiegeln und allen in Ruhe gehabt, aber ja, was sagst du dazu? Naja, lassen wir erstmal ankommen, das erstmal machen. Und dann können wir immer noch alles machen. Ich
Ich meine, wegen dem Tank. Ja, ja. Dann können wir doch immer noch Sand streuen lassen und so. Und dann kann man immer noch mal zu allen Löffel gehen. Aber jetzt war es halt nicht drin. Weil das alles ein bisschen Geld frisst. Bisschen. Ja, das ist schon viel Geld frisst. Wir hätten es gemacht, wenn wir jetzt nicht das Angebot hätten oder Paul das Angebot hätte. Oder die Zeit auch. Das wäre aber auch noch so ein Thema. Weil mittlerweile, wie gesagt, ich habe ja gesagt, März rum, ja, dass ich ihn da wirklich zu, eigentlich, ich sag mal, Saison anfangen mit, dass wir ihn da fertig haben und dass er da auf die Straße kann. Genau. So war der Plan. Und diese Konstruktion ist wirklich sehr schön hier. Das andere hätte jetzt alles zu lange gedauert. Wir müssen hier noch zum TÜV-Detail. Da musst du noch Behördengänge machen, um die Papiere zu kriegen. Naja, schlimmste ist der TÜV. Der Rest dürfte eigentlich kein Grund. Ja, aber Termin in der Stadt, denn da. Das ist mir egal. Jetzt unsere Stadt, das dauert das aber ist mir ewig. Egal, ich gehe hin, sag ja, ich brauche Termin. Nicht Ali. Aber gut, das dürfen wir ja hier nicht sagen. Ja. Aber, ich sag mal so, Ziel war Anfang März so rum. Da wollte TÜV machen. Wir sind, also ich muss sagen, wir sind erstaunlich weit gekommen jetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir nicht so weit sind. Ja. Also, ja. Nee, du weißt ja, wie ich es meine. Es hat zwar viel jetzt Robert alleine gemacht gehabt. Oh, das wird schön. Aber ich hätte es nie gedacht, dass es dann auf einmal so schnell geht. Weil immer das fehlt noch und dann auf einmal. Aber ehrlich, es hat ja auch noch was gefehlt, aber ich hatte ja zum Glück noch Ersatzteile hier. Nadellager. Ja, das ist. Hier ist das. Aber Paul wird wahrscheinlich nicht drum herumkommen. Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob alles läuft. Aber da kommt, muss ja noch ein bisschen runtergeschliffen werden. Es hat jetzt 1,5 Spiel. Ja, den komme ich ja wenigstens ran. Ja, deswegen habe ich eingebaut, weil ich gedacht habe, da kommt man ran und das ist gut. Baut man nochmal ab und das ist es halt so. Genau. Wann hast du denn da ein bisschen Spiel? Was? Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Spiel. Wo ist jetzt? Ah, hier. So. Guck mal, jetzt geht er auch rein hier. Ja. Du drehst jetzt fest und dann nur ganz leicht. Weil der Vorgänger, wo du den Vergaser jetzt her hat, der hat den ein bisschen zu fest gedreht, so dass das Gewinde abgebrochen ist. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade erst festgestellt. Da hat keiner danach geguckt. Sauber gemacht, dies und das. Aber danach hat keiner geguckt. Ja. Ja. Du drehst doch gerade locker, oder? Ja, ich wollte gucken, ob du aufpasst. Dann noch deine Federbeine hinten rein. Ja, die werden. Das muss jetzt auch noch passieren vor dem TÜV. Die werden bald noch bestellt jetzt. Und dann, das ist eigentlich das größte Teil, was jetzt noch fehlt, sag ich mal. Sind ansonsten nur noch Kleinigkeiten. Da drin die Batterieabdeckung noch? Hier. Ja. Das kann man hier hinten so schön sehen. Hier ist ein Loch. Das ist nicht Lüftungsloch. Das haben viele, haben es ab. Aber da kommt halt der ganze Scheiß rein und das ist kacke. Da müssen echt viele. Ja? Da müssen echt viele ab, ja. Ja, nicht viele, aber. Nee, das wäre Schwachsinn, weil am Ende, ich will ja hier drunter auch mal was reinlegen können, ohne dass ich Angst habe, dass ich hier das verliere. Genau. Weil, wenn ich schon einen sogenannten Kofferraum habe, will ich auch nutzen für Werkzeug. Ja. Gut, du kannst auch deine Westtasche hier dranhängen. Ja, wenn die West. Also jetzt hast du wieder die Westtasche, naja. Ah, du und deine Westtasche. Wo hast du denn deinen langen Schraubenzieher hin, den du vorhin in der Hand hast? Oh. So, Paula. So. Wo stehen wir denn jetzt hier? Welchen Stand sind wir denn beim Roller? Vor dem fast fertigen Roller. Es ja. Hat lang gedauert. Und hat uns auch viele Nerven gekostet, gerohrt. Ja. Also, viele. Also vom Zusammenbauen her und so, was wir da für Probleme hatten, das. Also zwischendurch, wir waren manchmal am Punkt, wo wir gesagt haben, nee, komm. Aber wir haben es dann doch jetzt durchgezogen. Und ich muss sagen, der Motor, wie ihr seht, hängt ja drin und funktioniert ja auch. Haben wir schon getestet. Ja. Habt ihr ja schon gesehen. Dafür, dass es der erste ist, den wir zusammen auseinandergenommen haben und Robert wieder zusammengebaut hat. Das hast du schön gesagt. Von der Art, also von den S51 Motoren, hat er bis jetzt guten Dunst.
Das werden wir natürlich dann erst sehen, wenn man die ersten paar Kilometer wirklich gefahren ist und richtig eingestellt ist, wie er dann geht. Jetzt sind wir quasi nur mal hoch und runter gefahren bei uns an der Garage. Und ja, geht eigentlich ganz gut. Ja. Kannst du noch mal probieren anzumachen, wenn du willst, Paul? Sprit ist alle. Ja, es geht schon. Ja? Sprit ist alle. Dann probiere ich das mal. So. So klingt er jetzt, wenn er geht. Ja, so klingt er halt erstmal. Paul hat heute noch die neuen Federbeine eingebaut mit E-Prüfzeichen. Von wem sind die? Von die JSS. Ja. Ah, hier ist die Nummer. Genau. Paul hat heute schon eingebaut. Wir haben einen Teil Elektrik heute schon gemacht mit Enrico. Was denkst du? Die nächsten zwei Wochen? Je nachdem, wir müssen mal gucken, wie wir Zeit haben, wie unsere Kollegen Zeit haben. Also ich hab schon gesagt, also ich will frühestens im, was kommt jetzt? März. März. Ich denke mal Mitte März rum werden wir zum TÜV fahren, weil, wie gesagt, ich muss ja dann alle zwei Jahre wieder. Und das ist Schwachsinn im Winter zu tun. Ja, aber ich denke mal, die nächsten zwei Wochen sollte soweit alles stehen, ja, dass die Karre läuft, dass alles funktioniert. Dass er quasi TÜV fertig ist. Ja. Und dann, ja, geht's zum TÜV. Ja. Dann krieg ich Paul ein großes Kennzeichen. Hoffentlich. Ja, ich denke schon. Ja. Na gut. Wie gesagt, wir nehmen euch dann nochmal mit zum TÜV-Thema. Müssen wir mal schauen, was wir dazu sagen können, was wir dürfen. Ja. Und da können wir euch vielleicht einen Teil mitnehmen. Kann man dann vor Ort sehen. Ja, wir werden euch ja auf jeden Fall mitnehmen und ihr werdet dann, denke ich mal, auch das Ergebnis sehen, ob ja oder nein. Ja. Aber. Oder was die Probleme sind. Ja. Aber sonst nehmen wir euch gerne mit. Ja. Genau. Dahin. Ciao! Tschüss! Tschüss! Wollt ihr einfach aufhören?